Komm, einmal ins Südviertel. Mal gucken, wo du da bist. Oder ob du da überhaupt bist. Was habe ich eigentlich an? Ah ja, genau. Stimmt ja. So. Müsste wirklich mal härter durchgreifen. Manche Schichten gehen. Das ist falsch. Okay. Hier entlang. Oder? Davon. Grüße. Wundervolle Grüße. Kaverne. Haben die das irgendwie dazu gepatcht oder so? Jetzt bin ich wieder in der Unterstadt. Stimmt, der falsche Hund war ja hier drin. Einen Groschen wieder. Ich wollte eigentlich nie wieder hier runter, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich kein schöner Ort. Genau, gucken wir erstmal den falschen Hund nach. Stimmt, ist der dann im fetten Loren. Mit irrem Blick und zitternder Hand. Stimme und so viel zu tun. Ja, hier war er nicht. Gut. Dann war er hier nicht. Was ist hiermit? Das ist jetzt die nächste Frage. Ist er hier drinne? Ihr seid nicht von... Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Oh mein Gott. Ja? Unterstadt, altes Wasserwerk. Ja, die silberne Wolke. Ja, wie schön. Na? Komm schon. Ernsthaft? Ich bin natürlich genau falsch gelaufen. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss da runter, die silberne Wolke. Gut. Barackenplatz. So. Komm schon. Okay. Hallo. Hier ist die silberne Wolke. Huh. Aha. Hallo, schöne Frau. Einen Groschen mit am... Bitte nur einen. Ein Prostituierter. Schreitet wohl, Madame. Schreitet wohl. Der sagt nicht so schöne Sachen zu mir.
Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantial ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Es ist... Nein, wenn das nicht mal ein Anblick ist. Wie wäre es mit etwas Zeit zu zweit? Na, sowas. Wenn ach, da das ist nicht die heilige Prophetin ist. Was machst du hier? Brauchst du auch eine kleine Auszeit? Na, was wohl? Wir amüsieren uns. Darf ich vorstellen? Das ist Asha, das ist Leandra und das ist Moray. Asha kommt aus Kyra, weißt du? Ein Hoch auf die Asha, Königin der Wüste. Du solltest mitmachen, mein schönes Fräulein. Wir haben sehr viel Spaß hier. Hey, aber wir haben doch gerade erst angefangen. Du bist manchmal viel zu ernst. Weißt du das eigentlich? Es gibt Momente, in denen muss man einfach in das Leben eintauchen. Es gibt einen Unterschied zwischen eintauchen, in das Leben eintauchen. Ach was. Ich genieße. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Wer weiß, wie viel Zeit uns dafür noch bleibt. Was willst du überhaupt? Wieso bist du hier? Ich wollte nach dir sehen. Ah, richtig. Sprechen. Sprechen ist gut, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das Ganze hier... Vielleicht... Vielleicht scheiße ich aber auch auf Adila. Vielleicht scheiße ich sogar auf euch alle. Und warte nur auf den richtigen Moment, euch zu verraten. Wer weiß das schon. Das ist ja das Schöne am Leben. Man weiß nie, welche Wege es geht. Bin ich nicht? Was wäre, wenn das, was du hier siehst, die ungeschminkte Wahrheit ist, wer ich wirklich bin? Würdest du dann immer noch hier stehen und mit mir reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du schon längst über alle Berge. Freund, du willst es wirklich nicht kapieren, oder? Lass mich nachdenken, wie ich es dir am besten erklären kann. Vier Worte. Es ist mir egal. Es ist mir egal, woher meine Aufträge kommen oder was ich dabei tun muss, solange die Bezahlung gut ist. Es ist mir egal, ob der Bettler vor der Taverne am Hunger verreckt, solange ich drin mein Bier genießen kann. Und es ist mir egal, wenn Menschen, die glauben, sie seien mir irgendwie wichtig, vor die Hunde gehen, weil sie mir egal sind. Adila ist tot? Scheiß drauf. Damit lebt wenigstens niemand mehr, der kapiert hat, was ich wirklich bin. Lysia, sie war die Erste. Ich habe mir von ihr genommen, was ich wollte und sie zurückgelassen, so wie all die anderen auch. Die anderen? Hast du dich nie gefragt, warum ich immer alleine bin? Loyalität, Freundschaft, Liebe. Wir sind alle allein. Nur scheine ich der Einzige zu sein, der das verdammt nochmal kapiert hat. Asche zu Asche.
Staub zu Staub. Die Hohen. Ja, die Hohen. Als das mit unserer Familie passiert ist. Sie war so verwundbar. So verloren. Noch viel mehr als ich. Aber glaubst du, ich habe etwas getan, um sie aufzufangen? Ich habe mich nur um mich gekümmert, von Anfang an. Was Adela getan hat, was sie geworden ist, das ging doch nicht von heute auf morgen. Ich habe es immer gespürt, aber ich habe ihr nie geschrieben, nie nach ihr gesehen. Und weißt du auch warum? Nicht, weil es keine Möglichkeit dazu gegeben hat. Nicht, weil ich Angst davor hatte. Das sind doch nur die Ausreden, die wir uns erzählen, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich habe es getan, weil ich keine Lust hatte. Keine Lust auf den Ärger, keine Lust auf den Stress, keine Lust auf gar nichts! Genau wie bei Lysia auch. Okay. Wir waren auf einer Mission in Goldenforst und hatten gerade Lager für die Nacht gemacht. Es war kurz nachdem wir feststellten, dass sie und ich unterschiedliche Erwartungen hatten. Dementsprechend war natürlich auch die Stimmung. Ich bin gegangen, um Feuerholz zu sammeln, und als ich wiederkam, hatte ein halbes Dutzend Banditen das Lager überfallen und Lysia niedergeschlagen. Sie hat noch gelebt. Ich habe es gesehen. Sie hat mich angesehen, verdammte Scheiße. Aber ich bin gerannt. Ich habe mich umgedreht und bin einfach gerannt. Dann verantwortest du ihren Tod? Ich weiß es nicht. Ich bin nie zurückgegangen. Nie. Angst bekommen. Das ist nur menschlich. Sag das Lysia. Glaubst du, bei uns war das anders? Ich hab dich gesehen und hab gespürt, dass mit dir Gold zu machen ist. Dass du besonders bist. Und hätte mir dieser Koarek dein Leben gegen meines angeboten, glaubst du, ich hätte auch nur eine Sekunde nachgedacht? Du denkst, wir sind Freunde oder was auch immer. Aber das sind wir nicht. Du bist hier... Ja. Ist nicht wahr, du machst hier vor. Man kann sich auch alles schönreden. Du machst mich zu etwas, das ich nicht bin, das ich nie war. Ich bin keiner von den Guten. Und du? Du bildest dir ein, mich zu kennen, aber das tust du nicht. Adela und Lysia, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Entschuldige mich jetzt bitte, in Ordnung? Ich muss weg von hier, weg von dieser Stadt, weg von diesen Menschen, weg von allem. Ah! Was für ein Falk. Haut er so einfach ab? Hunger. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Was machen denn... Warum muss das Zeug so teuer sein? Schreitet wohl, Mesdames. Ja? Was machen denn hier die... Hallo, schöne Frau. Lasst mich doch hier raus. Einen Groschen, Mesdames. Bitte nur ein. Ja, ist in Ordnung. So.
unterer Barackenplatz.